Moin, heute gibt's einen cremigen Kartoffel-Brokkoli-Auflauf. Los geht's. Wir setzen zuerst unsere Pellkartoffeln auf. Noch schneller geht's natürlich, wenn du noch übrig gebliebene Kartoffeln vom Vortag hast. Während unsere Kartoffeln kochen, schneiden wir schon mal den Brokkoli in Röschen. Den Strunk schälen wir großzügig und schneiden ihn ebenfalls klein. Unser Blanchierwasser kocht bereits und wir salzen es gut. Darin blanchieren wir zuerst den Strunk, bis er noch leicht bissfest ist und danach auch die Brokkoliröschen. Und nach etwa 1 bis 2 Minuten kommt der Brokkoli in unser kaltes Abschreckwasser. Unsere Auflaufform fetten wir nun erstmal mit etwas Butter und reiben sie anschließend mit unserer geschälten Knoblauchzehe aus. Sind die Kartoffeln fertig, schneiden wir sie in die Form und legen unseren Brokkoli oben drauf. Jetzt reiben wir schon mal etwas Parmesan oben drüber, fehlt nur noch die Bechamelsoße. Dafür lassen wir unser Butterstück schmelzen und rühren das Mehl mit einem Holzlöffel ein, bis es Blasen wirft. Dazu kommt nun immer etwas Milch und wir wechseln zum Schneebesen. Das Wichtigste, immer schön rühren, so bleiben die Klümpchen aus. Wir lassen die Soße zwischendurch immer wieder aufkochen und geben dann den nächsten Schluck Milch dazu. Ist die gewünschte Konsistenz erreicht, geben wir ein Lorbeerblatt mit rein und würzen alles mit Pfeffer, Salz, Muskatnuss und etwas Thymian. Ist alles schön würzig abgeschmeckt, kommt die Soße über den Auflauf und wir reiben noch etwas Bergkäse oben drüber. Jetzt kommt der Auflauf für etwa 20 Minuten auf 220 Grad in den Ofen, bis der Käse schön braun geworden ist. Fertig ist der schnelle und ultra cremige Auflauf für jeden Tag. Guten Appetit und bis zum nächsten Video. Chris und Marie.